Hallo zu einer weiteren Ausgabe des großartigen Remastered Talk. Heute an meiner Seite ist die Ü30-Fraktion, zu der ich mich selber zähle. Max, das absolute Remastered-Urgestein, Jakob und ich. Mit dabei heute ist ausnahmsweise Johannes, der ist zwar eigentlich noch nicht alt genug, um sich unserer elitären Gesellschaft anschließen zu dürfen. Wir sind aber trotzdem... Er war der viertälteste und wir brauchten noch jemanden, um das Bit voll zu machen, ja. Er wird bestimmt auch ein paar interessante Sachen aus den 90ern. Eigentlich ist er ein Kind der zwei, darüber werden wir noch reden, ob er wirklich ein Kind der 90er ist, das wage ich ja stark zu bezweifeln. Wie dem auch sei, Ü30, was heißt das überhaupt? Wir werden uns heute ein bisschen mit dem Älterwerden beschäftigen, was der Körper so für Dinge mit einem anstellt und was das mit Zocken zu tun hat, weiß ich gerade auch noch nicht. Wie dem auch sei, ich würde gerne unsere Rundreise in unsere Vergangenheit und dann auch vielleicht in unsere Zukunft damit starten, indem ich Jakob eine Frage stelle. Lieber Jakob, du als absolutes Urgestein, wir reisen jetzt ein bisschen zurück in die 60er, in die 50er, ich weiß nicht genau, wann bist du geboren? Ich kann mich nicht erinnern. Irgendwann. Ich müsste in meinen Ausweis gucken, der liegt gerade unten. Okay, hast du deine Lesebrille dabei? Wie dem auch sei, auch wenn du dich vielleicht nicht an deine Geburt erinnern kannst, das können ja die wenigsten, denke ich. Beruhigend. Was ist denn so deine erste tatsächliche Spielerinnerung? Was ist dein erstes Video- oder Computerspiel gewesen, an das du eine konkrete Erinnerung hast? Moment, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch indiziert ist, aber tatsächlich ein Nachbarskind aus unserer Straße hatte damals tatsächlich einen Amiga und da haben wir dann so ein schönes Beat'em Up gespielt, wo ich den Namen aber vergessen habe, aber da gibt es schöne Ninja-Wurfsterne und keine Ahnung. Also das war tatsächlich meine erste Spielerfahrung, hat mich damals allerdings auch eher noch ein bisschen verwirrt, auch wenn ich da ziemlich fasziniert war. Also du warst nicht direkt hooked, sondern bist erstmal, also bist nicht sofort hängen geblieben, hast sofort zu Hause geschrien, Mama, danke Papa. Danke für die Übersetzung. Mama, Papa, ich brauche auch. Nee, das. Ich brauche auch. Das damals tatsächlich nicht. Also tatsächlich mein erstes eigenes Spiel tatsächlich. Ich habe dann, ich glaube, 91 dann zu Weihnachten auch den Gameboy geschenkt bekommen, ohne ihn mir überhaupt gewünscht zu haben. Also ich glaube, meine Eltern hatten da was missverstanden. Und erst da war ich wirklich hooked, was Spiele betrifft. Was war dein erstes Gameboy-Spiel? Tetris, welches sonst? Also. Meins war zum Beispiel Super Mario Land. Also ich hatte Tetris zwar auch, aber Mario Land hat mich mehr interessiert. Ja, okay. Ja. Max, du als Zweitältester in dieser elitären Runde, wann hat es denn bei dir angefangen? Also gesehen habe ich es bei einem Kumpel von meinem Bruder, der hat einen Atari dabei gehabt. Und wir haben jetzt in der Retrospektive, habe ich erfahren, dass es Jungle Hunt ist und nicht dieses andere sehr bekannte Spiel mit dem Typen auf dem Cover, der sich von vorne nach links und rechts schwingt mit einem Regenbogen. Wo du mal über diese Pfützen auch springen musst. Genau, und Jungle Hunt ist quasi das gleiche, nur halt ein bisschen abgeschwächterer Form. Und genau wie bei Jakob kam danach direkt der Gameboy, der auch meinem Bruder gehörte, aber ich dann immer daneben saß und Tetris und sowas geguckt habe. Aber auch Klassik, ne? Der ganz normale Gameboy-Klassik, ja, genau. Und dann kam für mich dann das erste Spiel mit Super Mario Land auch, wie es bei dir war. Wie alt warst du, als du den Gameboy dann gespielt hast? Warst du schon über 20? Wie alt war ich, als der Gameboy rauskam? Diese Gags. 91, dann werde ich da 7 gewesen sein. Okay. Ja, jetzt bin ich ja dran von der Altersreihenfolge her. Dann darfst du. Meins war auch der Gameboy, aber das war auch, glaube ich, 92, als wir den bekommen haben. Da war ich dann auch 5. Und hab dann eben Mario Land tatsächlich viel gespielt. Und den NES hatten wir, glaube ich, den hat meine Mutter meinem Vater zum Geburtstag geschenkt. Und ich glaube, mein Vater hat nicht ein einziges Mal NES gespielt. Meine was Mutter dir entgegenkam, oder was? Ja, also meine Mutter hat viel gespielt, wir durften aber nicht zugucken. Weil wir natürlich immer mit als kleine Kinder hier, mach doch das. Viereckige Augen und sowas auch. Ja, genau. Und dann haben meine Schwester und ich eigentlich die ganze Zeit nur gespielt. Johannes, was war bei dir denn so? Gab es die PS3 da? Ja, also ganz so krass war es da nicht, ne? Aber ich glaube, so meine erste Begegnung war auch bei Kumpels, damals dann aber schon N64 und Super Nintendo, quasi als erste Plattform. Und dann bei mir hat es begonnen damit, dass ich an einem Geburtstag dann auf einmal eine PlayStation 1 geschenkt bekommen habe. Und dann war ich natürlich erst so, wow, was, ich will ein Super Nintendo oder ein N64 und so. Aber seitdem bin ich sehr stolz eigentlich, dass ich eine PlayStation bekommen habe. Und unglaublicherweise mein erstes Spiel, relativ lame, war ein Asterix und Obelix Spiel. Aber das hat dann die ganze Familie mit mir gespielt. Das war ganz cool. Aber ja, wo es dann so richtig losging, also was mich so richtig gehuckt hat, ist
Damals gab es ja noch für die PlayStation 1 diese schönen Demos, wo halt mehrere Spiele drauf waren, ja, die man so kurz anzocken konnte. Und damals habe ich dann Spyro the Dragon für mich entdeckt. Und diese Demo, wenn man irgendwie, ich glaube, länger als 5 Minuten nichts gemacht hat, einfach zu Ende war und man ein bisschen in der ersten Welt rumlaufen konnte, habe ich hoch und runter gezockt, bis ich irgendwann das Spiel selber gekauft habe. Ah, da gibt's noch mehr von dem Spiel, oder was? Aber das hat mich, ich wollte gerade fragen, ich hoffe, du hast das Spiel dann doch nochmal irgendwann. Ja klar, alle Teile. Okay. Und auch Skylanders? Nee, das nicht mehr. Also ich glaube, der erste Teil, der für die PS2 rauskam, den habe ich gerade noch gezockt, aber dann wurde es mir zu blöd irgendwie. Ich glaube, unsere Regie hat uns gerade wissen lassen, dass du das Mikro ein bisschen höher halten sollst. Höher? Ja. Führe es an dein Sprachorgan. Oh, der Tisch. Von der Rolle hier wieder, ne? Wenn man so ein bisschen zurückblickt auf unsere jahrzehntelange, man muss schon von Jahrzehnten sprechen. Ja, kombiniert. Ja, kombiniert. Sowieso, Spiel, schon Jahrhunderte. Jahrhunderte, ja. Spielerfahrung ging schon los im 18. Jahrhundert. wenn man da so zurückblickt, gibt es dann so eine Phase in eurem Leben, wo ihr sagt, das war wahrscheinlich der Höhepunkt und da komme ich auch nie wieder hin, was einfach so die Quantität anging, an Zeit, die man mit Zocken verbracht hat, oder ist der vielleicht noch gar nicht gekommen? Also jetzt, man weiß ja nicht, wie es ist, wenn wir irgendwann in Pension oder Rente gehen, dann werden wir vielleicht noch 30 Jahre am Leben sein und werden nichts anderes mehr machen. Okay, aber bis dahin, was war so euer Höhepunkt? Also ich habe gleich zwei Anekdoten dazu erzählen. Es gab eine, da habe ich mir Illusion of Time ausgeliehen und damals alles eingerichtet und davor wahrscheinlich auch den ganzen Tag schon gespielt in irgendein anderes Spiel, habe das dann angemacht und bin am nächsten Morgen aufgewacht beim Startbildschirm. Das war schon hart. Der Höhepunkt war aber allerdings, was Quantität angeht, bei Ocarina of Time. Ich habe da hingefiebert, dass es endlich rauskam, habe das vorbestellt, bin dann zu unserem lokalen Spieleladen gegangen, habe mir das gekauft, 2 Wochen vor Weihnachten und habe 2 Wochen lang nichts anderes gemacht als Zelda gespielt. Ich hatte es exakt ein Weihnachten durch. Weihnachten aber 96 war das, oder? Ich kann das da genaue Datum nicht mehr sagen, okay. Aber in dem Jahr, als es rauskam. Ja. Und ich habe nichts anderes gemacht. Morgens, also abends eingeschlafen vor dem N64, aufgewacht, was kann ich machen? Ding, weiter geht's. Und ich war immer in Korrespondenz mit einem anderen Kumpel, der das auch hatte. Der war dann wahrscheinlich 5 Meter weiter und dann, oh, was, wie geht's denn ein? Und so weiter. Und es wäre heute das Gleiche mit Breath of the Wild, aber später dazu mehr. Ich kann da vielleicht kurz einhaken, weil bei mir, das ist die Erinnerung, die am meisten hängen geblieben ist, wie ich Ocarina of Time zum ersten Mal zu Hause hatte. Ich hatte das Spiel nicht sofort bei Release, sondern ein Kumpel von mir hat das mal mitgebracht, hat es dann vergessen. Und dann habe ich da, hab ich gedacht, komm, ich zock mal kurz ein bisschen weiter. Und dann habe ich ein Verderben. Und ich saß da unten 14 Stunden am Stück. Das war so um Silvester rum. Und Junge, dann kam meine Mutter so rein. Was machst du da? Das werde ich nie vergessen. Das war so 14, und das ist wie im Flug vergangen. Das war so dieses, so bist gerade rausgekommen, warst dann in dem Goron, also in Kakariko und dann bei den Goron und sowas. Mhm. Das dicke Hyrule Shield und sowas. Es geht immer weiter. Und es hat nicht mehr aufgehört. Und das war sowas von geil. Und aber das werde ich nie vergessen, diese 14 Stunden damals so. Und es hat mir nicht wehgetan. Also ich habe körperlich keine Einschränkungen gespürt. Ich saß da und habe nichts anderes gemacht. Naja. Damals jedenfalls noch. Ja, heute wäre das wahrscheinlich anders, ja. Vielleicht der Sessel, in dem du gesessen hast, der war dann auf die Dauer vielleicht ein bisschen Ich saß auf dem Boden. Achso, ja. Im Schneidersitz. Ja, okay, ja, das kenne ich auch. Also bei mir war es dann so, also mir wurde ja schon dann Sucht unterstellt, eigentlich direkt am zweiten Tag, nachdem ich den Gameboy hatte. Ich glaube, meine Eltern haben das dann direkt bereut. tatsächlich, ich glaube, die absolute Hochphase habe ich dann gehabt, als ich dann, ich glaube, 99, also da war ich dann schon 17, auf das N64 abgegradet habe. Was dann zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr so ganz neu war, aber wo ich halt schon immer bei Kumpels dann mitgespielt hatte. Und deswegen wusste ich eben auch schon Bescheid, welche Spiele ich ganz gerne haben wollen würde. Und dann, als das dann da war und dass ich mir tatsächlich vom eigenen Geld gekauft hatte und sowas, da war erstmal kein Halten mehr. Und das hielt dann auch ein bisschen an. Also sagen wir es so, ich hätte wahrscheinlich auch fürs Abi dann ein bisschen mehr lernen können, was dann schon 2 Jahre dann danach war. Gut, also hat mir jetzt nicht so sehr geschadet, eben dann auch von den Noten her. Aber genau, das war, glaube ich, so meine absolute Hochphase. Und so inzwischen ist es doch ein bisschen weniger geworden. Ich weiß nicht, ob wir da dann später noch dazu kommen. Oh ja. Okay, ja gut.
Ja, als man also noch in Mark seine Konsolen bezahlte, deutsche Mark, muss ich vielleicht noch erklärend sagen. Johannes, wenn du so auf die letzten Jährchen zurückblickst, deines kurzen Lebens, was? Hast du auch so eine Geschichte, die dich geprägt hat und wo du dachtest, irgendwie war es vielleicht auch ein bisschen zu viel? Oder es war genau richtig? Nee, also es gibt einen Moment, den werde ich, glaube ich, nie vergessen, auch wenn er sogar sehr wenige Jahre erst her ist, ich habe mir irgendwann mal Just for Fun Anno 2070 runtergeladen. Runtergeladen? Gekauft. Ja. Also als digitale Version, ja. Im Runterladen eingekauft, ja. Genau. Runtergeliehen. Nee, und das war so das erste Mal für mich, dass ich wirklich eine Anno-Reihe gezockt habe. Und ich weiß noch, da gibt es ja diese Ökos und ich weiß nicht, wie die anderen heißen. Und bei denen, ich habe dann die Ökos gezockt. Keine Ahnung, das liegt mir irgendwie mehr. Und da muss man diese hässlichen Windräder bauen. Ich glaube, ich habe bis 4 Uhr oder so in die Nacht hinein gezockt und ich habe mir das um 12 Uhr oder so runtergeladen mittags. Bin schlafen gegangen, bin um 7 Uhr aufgestanden, habe wieder gezockt 3 Stunden. Dann sind irgendwelche Kollegen vorbeigefahren und wir sind irgendwo hingefahren und den ganzen Tag habe ich nur diese scheiße Windräder vor mir gesehen, die ich die ganze Zeit bauen musste. Oh, nicht genug Strom, Windräder. Ich glaube, ich war so durch einfach danach. Das kenne ich aber auch, diese, wenn man wirklich mal 12, 14 Stunden am Stück zockt und dann sich das Ganze in die Träume einmischt und so. Ich habe dann etwas später als ihr, habe ich dann eben dazu dann Super Mario Land eben auch für einen Gameboy dann bekommen und ich habe Nächte von Super Mario Land durchgeträumt. Ja, ich habe immer, als ich schon älter war und dann GTA gezockt habe und mich danach ins Auto gesetzt habe, das war richtig komisch. Das ist es auch. Und da habe ich immer so gedacht, Alter, das ist nicht normal. Ja, aber naja, lange her. Jakob, du hast es ja schon gerade irgendwie angesprochen, so die Phase, wo es dann vielleicht auch mal weniger geworden ist. Da kann ich vielleicht auch direkt erzählen. Also bei mir war es auch so, dass ich dann, als ich so mit Uni anfing, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ich war mal an der Uni, ein Semester, und da habe ich dann echt weniger gemacht oder fast gar nichts mehr gezockt und so. Und danach dann. Hast deswegen dann auch wieder aufgehört mit Uni. Genau, ja. Das ist tatsächlich, also Mario hat mich vor der Uni gerettet, kann man wirklich sagen. Da gab es immer so freitags so einen blöden Übungskurs oder sowas. Und ich habe immer gewusst, wenn ich da einmal nicht hingehe, gehe ich da nie wieder hin. Das war so eine Disziplinfrage. Und das war der Tag, an dem Mario Galaxy rauskam. Und ich war schon quasi auf dem Weg und dann kam der Postbote doch noch vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, heute kannst du mal zu Hause bleiben. Ich bin danach nie wieder zur Uni gegangen. Und habe Mario Galaxy auch, es war auch einfach ein Moment, also 7 von 5 Perfect Spiel oder 5 von 7 Perfect. Und es ging einfach nicht besser, ja. Also dein späteres Leben hing maßgeblich davon ab, ob der Postbote jetzt rechtzeitig kommt oder nicht. Die Frage ist ja, wenn ich es dann erst am Abend bekommen hätte, wäre ich dann nächste Woche immer noch zur Uni gegangen. Ja. Ich bezweifle das. Ach so. Aber die Geschichte ist natürlich schöner, wenn ich dieser Moment, als er doch noch kam und ich schon so verzweifelt war und dachte, boah, jetzt kann ich ja doch zur Uni. Dann, Schmetterlingseffekt, ne? Ja, genau. Das war es auf jeden Fall. Ein Topic für einen anderen Talk. Ja. Die Glücksgefühle, wenn ein Postbote ein Spiel bringt. Wenn du den ganzen Tag darauf wartest, dass es endlich kommt, wenn du es gepreordert hast. Nicht mal für einen anderen Talk eigentlich, weil heutzutage bringt ja Postbote die Spiele ja nicht mehr. Also, ja, der Paketbote, ja. Ja, gut, also Konsolen, aber. Ja. Aber es war tatsächlich, das ist ja auch was wir so miterlebt haben, ne? Dieses sich Spiele online kaufen und das, die nach Hause zu bekommen. Also ich weiß, bei meinem Cousin, der war viel älter als ich, der hat sich auch öfter mal Sachen importiert und so weiter und so fort. Und dann war das so normal, aber so, ich habe mir, glaube ich, die ersten Sachen echt so 2006, 2007 oder so, weißt du, wo auch Amazon so richtig groß wurde in Deutschland und sowas. Und das war, ja, als man klein war, gar nicht normal. Da ist man immer in den Laden gegangen, konnte die ja noch anzocken. Otto-Katalog. Genau. Ja, oder Otto-Katalog oder so, oder Fotopost. Und hat sich dann da für 130 Mark Nagano Winter Olympics 98 von N64 geholt. Aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Bist du dir sicher, dass es gut war? Ich habe es geliebt damals. Ich habe letztens mir auf YouTube nochmal angeguckt und dachte mir, boah, das sieht echt scheiße aus. Aber dachte ich damals schon. Ich habe das echt viel gezockt. Ich war auch klein, ne? Ich war 11 oder so. Und dann erlebt man ja sowieso alles nochmal anders. Ja.
Also ich komme ja aus einer sehr kleinen Stadt und da hat es dann eben einen so Kramladen und also vor allem Klamotten gegeben und so, wo es dann eben aber auch möglich war, sich Gameboy-Spiele dann zu bestellen. Selbstverständlich waren die nicht vorrätig. Aber ja, da sind die Leute dann auch sogar schon darauf aufmerksam geworden, von wegen, hattest du nicht gerade letzte Woche schon was bestellt? Also Verkleidung, Bart. Nein. Ja. Ja. Gab es denn, also um da nochmal drauf zu kommen, gab es denn bei euch wirklich Phasen, wo ihr gemerkt habt in eurem Leben, ich habe gerade keine Zeit mehr zum Zocken? Oder ist es jetzt immer noch so? Oder spielt ihr genauso viel wie früher? Es gibt schon Prioritäten, die vor dem Zocken kommen. Aber wie gesagt, jetzt gerade momentan war die Vorfreude auf das neue Zelda-Spiel so groß, dass ich, als es dann da war, nonstop gezockt habe. Wirklich. Also den ganzen Freitag, als es dann rauskam, mit zum, abends. Mit zum Klo. Nee, da haben die Dusche noch nicht gehabt. Ah, okay. Ja. Das war dann eher die Wii U-Version. Aber ich bin zum Kumpel gefahren und wir haben das ganze Wochenende gespielt. Nichts anderes gemacht. Ich würde das ja den flotten Otto-Modus nennen. Bah. Jakob. Ich kann es jetzt an nichts festmachen. Es ist einfach schrittweise immer weniger geworden. Also ich spiele auch immer noch gerne. Schaff's aber eigentlich nicht mehr so, mich komplett in ein Spiel reinzuschmeißen. Ich bin so ein bisschen mehr zum Casual Gamer geworden und spiele deswegen eben auch eher Spiele, die man halt schnell anfangen, aber eben auch schnell wieder aufhören kann und sowas. Ist nicht unbedingt so, dass ich dann die Lust daran verliere, aber es gibt eben auch noch andere tolle Sachen, mit denen man sich beschäftigen kann. Also einzige Ausnahme, ja, einzige Ausnahme, und da werdet ihr vielleicht die Augen ein wenig verdrehen, ist für mich Minecraft, was für mich nach wie vor, ja, genau, da wird ist schon die Diamantrüstung geschwungen. Ist doch okay. Ja, genau. Nee, was eben im Prinzip genauso ein Spiel ist, wo man eben genauso schnell wieder das schließen kann, wie man reingegangen ist, ohne dass man da irgendwelche großen Sagas durchgespielt haben muss. Naja, wenn du erstmal 3 Updates nachholen muss, dann ja, kann das schon. Das meinetwegen, nee, aber das ist eben für mich insofern die Ausnahme, als es im Prinzip so ein Spiel wäre, was ich aber eben trotzdem immer noch Stunden am Stück zocken kann. Ich will noch kurz Johannes hören, der Jüngling muss sich auch zu Wort melden, dann habe ich gleich nochmal eine Frage an dich, die mich tatsächlich noch ganz brennend interessiert, aber erstmal darf kurz Johannes uns einen Einblick geben. Sagen wir so, ich glaube, du studierst ja gerade noch. Ja. Danke dafür. Nicht, dass du es vergisst. Als ich mein Studium angefangen habe, habe ich teilweise gar nicht mehr gezockt, also sehr wenig. Was unter anderem auch daran lag, dass ich einfach einen Laptop hatte, der das nicht wirklich abkonnte. Eine PS3, wo quasi alles schon hoch und runter gezockt war und ich nicht so Bock hatte, irgendwie da Geld zu investieren. Und das Finanzielle ist nochmal was anderes, ne? Genau, und mit der Zeit irgendwann neuer PC irgendwann angeholt, Steam für mich neu entdeckt. Sagen wir so, du hast ja vorhin gefragt, ob man noch Zeit zum Zocken hat. Und sagen wir mal so, in gewissermaßen sorge ich dafür, dass ich Zeit zum Zocken habe teilweise. Also klar, manchmal ist halt nichts zu machen, manchmal hat man auch keinen Bock einfach mehr drauf, wenn man irgendwie von der Arbeit nach Hause kommt oder so, aber meistens, wenn es geht, denke ich mir so, ach ja, ein Stündchen kannst du noch hier irgendwo reinquetschen zum Zocken. Und das ist jetzt auch so der Punkt, weil bei dir, Jakob, weiß ich ja, dass du, ich weiß nicht, ob es wirklich viel ist, aber du schaust ja viele Let's Plays tatsächlich. Mhm. Und das ist was, als das zum ersten Mal aufkam, da habe ich wirklich gedacht, warum sollte ich das machen? Also warum sollte ich mich hinsetzen und Leuten dabei zugucken, wie die, das habe ich als Kind schon mal gehasst. Ich wollte es gerade sagen. Wenn du daneben sitzt und jemand anderes zockt und du willst selber und du kannst nicht, das war doch schlimm, oder? Also das. Ich weiß nicht, ich habe mich schnell mit meiner Luigi-Rolle angefreundet. Nein, ich meine, ich habe einen großen Bruder, der halt 5 Jahre älter war als ich und eben die, für die meisten, also gerade PC-Spiele, die wir dann damals hatten, eben zuständig war, die zu besorgen. So auf dem Schulhof und so. Und da war es dann auch selbstverständlich, dass er die spielt. Also ich bin damit aufgewachsen,
es auch gar nicht schlimm zu finden, dabei zuzugucken, wie jemand anders spielt. So der kleine Bruder, das kleine Bruder-Phänomen. Ja, das Lustige ist, dass heutzutage die Let's Player, denen ich zugucke, größtenteils jünger sind als ich, aber zum Teil so auch so wie nicht. Wir alle. Genau, aber euch gucke ich ja nicht beim Zocken zu, oder? Ja, das stimmt. Also vielleicht dann auch mal an Max und Johannes gefragt, ich weiß nicht, inwiefern ihr auch vielleicht so LAN-Partys und sowas miterlebt habt, diese ganze Zeit, oder auch dann eben dieses sich wirklich treffen und mit Leuten, mit mehreren Leuten auch zusammen was zu zocken. Und jetzt halt diese ganz andere Situation oder soziale Situation. Du hast halt Let's Plays, es findet eigentlich alles online statt, wenn du willst. Ja. Das ist doch echt, es ist alles anders, aber ist es deswegen auch unbedingt schlechter? Das ist, also ich weiß es jetzt für mich selber gar nicht so zu beantworten, aber wenn man zurückblickt, vermisst man es ja irgendwie doch. Also zum Zusammenspielen kann ich sagen, ich hatte damals einen sehr guten Kumpel, mit dem ich Secret of Mana gespielt habe. Und es gab ja diesen Dreier-Tab dafür, dass man auf dem Super Nintendo auch mit drei Leuten spielen kann, hatten wir aber nicht und auch keine dritte Person, die mitspielen wollte. Und warum sagst du es dann überhaupt? nur um zu sagen, dass es möglich war. Ja, okay. Das ich getan. Ja. Das ist ein wichtiger Randnotiz. Ja. Das war auf was Besonderes Fall, damals, ja. No friends, check. Auf jeden Fall haben wir es immer zusammengespielt und es war auch dann, wenn ich alleine gespielt habe, wenn man nur den einen Protagonisten hatte, man konnte zwischendurch mal mit dem Mädchen dazu spielen, was dann eine Zeit lang weg war, war es immer gut, den Sidekick zu haben, der im Spieleberater guckt und dir genau das sagt, was du gerade machen musst. Das auch bei anderen Spielen und generell über die ganzen Jahre jetzt habe ich immer wieder bei ganz großen Spielen, die lange dauern, Leute gehabt, die mir zugeguckt haben beim Spielen und fanden es immer klasse. Hm. Du musst übrigens noch sagen, was ein Spieleberater ist. Aber ein Spieleberater ist sowas wie das hier. Da sind wir wieder zurück. Es tut uns sehr leid, wir wurden gerade unterbrochen. Jakob hat sich blöderweise nicht mehr zurückhalten können. So ist das im hohen Alter. Mit dem Harndrang, dem Unerwarteten. Ja. Ja, lässt sich nicht ändern. Windeljoke jetzt auch noch. Wenn alle anderen Dränge nachgelassen haben. Ne? Dann hat man noch eine Leidenschaft, wenn mal das Ganze wieder flüssig läuft. Ja, ich glaube, wir waren gerade bei Max. Wir waren gerade bei Max. Max, du hattest ja gerade über das Soul Calibur-Heft nochmal hochgehalten, nochmal ein bisschen darüber geredet, wie es mit Spieleberatern damals Soul war. Soul Calibur? Genau, es war nicht Soul Calibur. Ach, Soul Reaver. Ich meine, es ist dein. Das ist auch noch meiner, ja. Das macht aber nichts. Wir lernen ja alle dazu. Genauso wie Jakob, der wissen wollte, was ein Spieleberater ist. Also ich weiß es, aber ja, okay. Ja. Für die Audience, ja. In Ordnung. Ein Spieleberater ist quasi ein Lösungsheft und ein Begleiter auf der langen Reise, die man... Ich spüre mal zurück. Okay, das hat man damals ja auch noch gemacht. Ja. Auf der langen Reise, die man für ein so großes Spiel wie zum Beispiel Soul Reaver 2 oder Secret of Mana oder Mario-Spiele oder überhaupt generell große Spiele gebraucht hat. Damals gab es nicht so viel Internet wie heute. Ja. Was? Nein. Nur so in kleinen Körnchen. Richtig. Und dafür waren die Singer da und auch gut. Zwar teuer, aber gut. Ja, wir haben mal gerade in der Pause ungefähr fünfmal drüber gesprochen, wie Max damals die Nintendo Hotline angerufen hat. Und ich hab mir bei der Bravo Screen Fun Cheats faxen lassen, so rum war es, und hatte dann wirklich einen Ordner mit den ganzen Cheats. Es waren schöne Zeiten, ja. Da gab es, glaube ich, auch eigentlich schon Internet, aber meine Güte, was soll's, ne? Hattest du so einen Nadeldrucker-Fax, wo du es dann abreißen musstest, oder? Nein, das war schon moderner. Das war eine Kombination aus Telefon, Fax und Kopierer. Okay. Ja. Also so ein Riesending so. Nee, der war so groß. Ja. Aber vielleicht tut es jetzt ja auch nichts zur Sache, ich weiß nicht. Was mich noch interessieren würde, das ist vielleicht Jonas, sage ich schon, Johannes, du kommst bald in das Alter, aber für uns ist das ja schon relevant. Wenn man so die 30 überschritten hat, ist es nicht irgendwie peinlich, dass man noch Spiele spielt? Je mehr ich spiele und darauf zurückblicken kann, was ich alles schon gespielt habe, erfüllt mich das eher mit Stolz und nicht mit, habe ich damals schon gespielt, was spielt jetzt zum ersten Mal, sondern Das ist aber auch lustig. Ja, aber das weiß ich nicht. So eine Einstellung will ich gar nicht haben, weil habe ich auch nicht. Ich bin aber einfach nur froh, dass ich schon so lange das mitgemacht habe und jetzt immer noch dabei bin. Und ich vermute auch, dass es, bis ich den Löffel abgeben werde oder den Controller im letzten Endes, immer noch Lust drauf habe,
zu erfahren, was es denn Neues in der Spielewelt gibt. Mit dem Controller am Sterbebett. Ja, genau. Ja. Wenn es denn dann überhaupt noch gibt in dem Alter. Wenn ich das aber also, Chip im Kopf ich finde das halt so, ich finde das deswegen so spannend, weil wir so, würde ich jetzt mal behaupten, so die Generation sind, die jetzt eben heranwachsen, für die das vollkommen normal ist. So die erste richtig erwachsene Generation, für die es normal ist, eben zu spielen. Die vor uns sind da auch so reingeraten, aber da habe ich das Gefühl, die sind da, oder was heißt da vor uns? Also so bis sie jetzt vielleicht Mitte 30, 40 oder so 50 sind. Das gehört ja auch noch alles mit dazu. Vielleicht trägt das ja auch was dazu bei, dass sich die Akzeptanz auch allgemein gesteigert hat, so als umsatzstärkste Unterhaltungsindustrie der Welt und so weiter und so fort. Und als Kunstform. Als Kunstform auch, wobei das ist in Deutschland ja, ja, da ist es ja auch noch nicht so weit. Wie dem auch immer sei, ist aber, vielleicht also, aber, ein Thema für einen anderen Talk. Genau, ja. Aber ist es für, also habt ihr nicht trotzdem so das Gefühl, oder würdet ihr, sagen wir es mal so, beim Bewerbungsgespräch so erzählen, ja, ich habe halt einen YouTube-Channel und da zocke ich halt was oder so? Oder wie ist da das Gefühl? Wenn ich mich jetzt bei Münster Medien bewerben würde, würde ich das machen. Ja. Nee. Doch, doch, nein, das machen ja tatsächlich viele. Also viele, die zu uns kommen, sind 17, 18 oder sowas, die zocken halt viel. Und damit machen die auch so erste Erfahrungen dann so in dem Bereich. Vielleicht ein Ausnahmefall. Es würde immer drauf ankommen, wo ich mich bewerbe. Also unter Umständen tut es eben auch einfach überhaupt nichts zur Sache. Aber ja gut, da gehört das Spielen dann eben halt mehr in den privaten Bereich. Also um deine Frage von vorhin zu beantworten, ist es peinlich, mit über 30 zu spielen? Stimmungslose Antwort, nein. Ja, ich stimme dem ja zu. Also, was einem Spaß macht, soll man machen und gut ist. Ne? Das sehe ich ja genauso. Und mit Spielen verbinde ich ja auch richtig geile Erinnerungen einfach. Also, es gibt da so viele geile Spiele und so viele Storys, die ich verpasst hätte, wenn ich nicht gezockt hätte. Wenn ich daran denke, wie viele Leute durch vielleicht so eine Borniertheit gegenüber diesem Medium so viele coole Geschichten niemals erfahren werden, das macht mich fast schon traurig. Genau, das ist auch oft manchmal ein Hauptargument, weil so viele Storys und wirklich gute Geschichten, die du sonst nie erfahren hättest, wären dir echt flöten gegangen. Hast du jetzt dann trotzdem noch erlebt quasi. Wie geht's dir so, Jungspund? Inwiefern jetzt? Hast du jemals das Gefühl gehabt, ja, irgendwie, oder dass andere dich vielleicht auch einfach negativ gesehen haben oder dir mal, wenn du auf einer Party rumgelaufen bist, hast erzählt, ja, ich habe heute gestern Minecraft gezockt und dann gucken die dich so an und sagen, komm mal klar, du bist 18. Je älter ich geworden bin, desto mehr egal ist mir eigentlich geworden. So, keine Ahnung, ich habe viele Schulkameraden, die es zum Beispiel überhaupt nicht verstehen können, dass ich immer noch begeistert Pokémon spiele. Aber das ist mir total lax mittlerweile. Ist halt so. Ja, vielleicht vermischen sich auch die beiden Phänomene. Einmal steigert sich die Akzeptanz und zum anderen, je älter man wird, desto mehr ist einem alles drumherum ja scheißegal. Ja. Okay. Ja, ist der Ruf erst ruiniert, ne? Ja, ich werde so einer sein, der die ganzen Nachbarskinder anzickt und die Polizei ruft, wenn da einer einen Millimeter zu weit im Parkverbot steht, weil es einfach, das macht einfach Spaß. Vielleicht zocke ich aber auch. Vielleicht ist es ja auch ein VR-Spiel. Ja, im Torino. Kannst ja mit der Konsole auf den Balkon ziehen und von da aus dann immer die Falschparker dann trotzdem noch sehen. Er baut sich genau so auf, dass er aus so einem Gardinenspalt immer so rausschauen kann auf den Vorhof oder sowas. Dann sitzt er mal da so. Während meine PS12 Pro nochmal nachbuffern muss oder so, ja. Okay, ich würde sagen, wir sind schon am Ende dieses Talks angekommen. Was heißt schon? Es ist ja schon wieder eine halbe Stunde oder sowas rum. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ganz zufrieden, weil ich das Gefühl habe, wir haben viel erzählt, aber es ist nicht so konkret geworden, aber es ist auch schwierig. Ich denke, wir werden noch häufiger mit euch über das gemeinsame Altern im Spieleuniversum reden. Und willkommen beim Seniorentag. Ja. Ja, mal gucken, ey. Ü30 Let's Plays, meine Güte, das ist ein Genre, da könnten wir vielleicht noch mal erfolgreich werden. Ihr macht's möglich. Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Vorschläge in den Kommentaren. Wenn ihr irgendein Thema habt, über das vielleicht auch Ü30 Personen reden können, dann sagt uns einfach Bescheid. Ansonsten danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Eure alten Säcke. Und Johannes. Tschüssi. So, und jetzt aber aufstehen. Ich hoffe, das ist noch mit drauf.